6, 7, 800 Euro, das sollst du jetzt an deine gesetzliche Krankenversicherung zahlen und du verstehst überhaupt nicht warum, dann ist dieses Video genau richtig für dich, um herauszufinden, wie du dich vor diesen Geldbeträgen schützen kannst. Du hast dich dieses Jahr selbstständig gemacht und hast bei deinem steuerlichen Erfassungsbogen, den du ausfüllen musstest, nachdem du dein Einzelgewerbe angemeldet hast, angegeben, dass du gewisse Geldbeträge verdienen wirst. Und es mag sein, dass du es auch getroffen hast oder überstiegen hast. Und jetzt bekommst du so einen kleinen Wisch nach Hause von deinem gesetzlichen Krankenversicherer. Auf dem steht, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, Sie schulden uns rückwirkend monatlich 5, 6, 7 oder 800 Euro, abhängig von dem Betrag, den Sie ursprünglich mal in diesem steuerlichen Erfassungsbogen gemeldet haben. Und jetzt denkst du dir, wow, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, das ist Unmengen Geld und ich muss das denen jetzt zahlen, stimmt das? Und ich will dir jetzt mal drei Mittel und Wege zeigen, wie du dich davor schützen kannst, diese hohen Geldbeträge zu zahlen und was du tun musst in der Zukunft, um einfach nicht mehr so viel Geld an deinen gesetzlichen Krankenversicherer zu entrichten. Im Großen und Ganzen ist es relativ einfach. Die gesetzliche Krankenversicherung richtet sich prozentual von ihrer Kostenbelastung anhand deiner Umsätze und deiner Gewinne. Das heißt, wenn du viel Geld verdienst, dann musst du tendenziell auch viel Geld an die gesetzliche Krankenversicherung abführen. Sprich, 14,6% sind der verpflichtende Beitrag anhand der Gewinne, die du ausweist. Natürlich bis zu einem Höchstbetrag. Der Höchstbetrag hier liegt mit Kombination der Pflegeversicherung bei so rund 980 Euro monatlich. Je nachdem, was du jetzt angegeben hast, ist es so, dass du jetzt 5, 6, 7, 8 oder 900 Euro eben zahlen musst an den gesetzlichen Krankenversicherungsträger. Und ich kann mir vorstellen, dass du darauf keine Lust hast als Selbstständiger. Und da auch erstmal so ein bisschen Unbehagen entwickelst. Ja? Und jetzt ist die Frage, was kann man tun, um diese Zahlung jetzt nicht ausgesetzt zu sein? Letztendlich, wenn das Jahr noch nicht vorbei ist und du noch keine Steuererklärung abgegeben hast, ist das erstmal nur ein Schätzwert vom gesetzlichen Krankenversicherer. Das heißt, die können das eigentlich noch gar nicht von dir verlangen, weil sie das Ganze erstmal einschätzen. Und du kannst auch in der Regel darauf bestehen, dass du erstmal den Basis oder den Grundsatz in Rechnung gestellt bekommst und im Nachgang dann erst beweist, wie viel Geld du tatsächlich verdient hast und dann im Nachgang eben Nachzahlungen leistest. Ja, aber jetzt wird akut erstmal von dir ein bisschen weniger Geld verlangt. Das Ganze ist relativ easy. Du forderst einfach bei deinem gesetzlichen Krankenversicherer, hey, bitte macht es mir möglich, hier erstmal den Grundsatz zu bezahlen, weil ich glaube nicht, dass meine Gewinne folgenden Faktor übersteigen werden dieses Jahr. Und in der Regel stimmen die dann auch zu. Es kann sein, dass du den einen oder anderen Fragebogen ausfüllen musst. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann scheue dich nicht, dich einfach bei uns auf der Webseite einzutragen unter www.vetter.consulting. Dann können wir dir dabei helfen, diesen Fragebogen ordentlich vorzubereiten, damit du am Ende bestmöglich aufgestellt bist. Der zweite große Punkt, wie du dich davor schützen kannst, dass du eben nicht so hohe Beträge zahlen musst, ist, du minderst deinen Gewinn einfach noch dieses Jahr und gibst vielleicht noch die ein oder andere Position aus, investierst noch ein bisschen in dein Unternehmen, in dein Einzelgewerbe, um einfach am Ende klar zu haben, hey, wir hatten gar nicht so große Gewinne und wenn du kleinere Gewinne hast, dann musst du auch prozentual weniger für die Krankenversicherung bezahlen. Das ist eine Möglichkeit, die du natürlich treffen kannst, die auch gerne viele Selbstständige benutzen, um einfach ihre Gewinne zu schmälern. Ja? Da gibt es auch noch so zwei, drei Tricks, die man machen kann, um beispielsweise für sein Alter vorzusorgen, steuerlich optimiert und dann trotzdem weniger Geld für die Krankenversicherung bezahlen muss. Ja? Das heißt also an der Stelle, auch hier, wenn du da merkst, hey, ich habe da Aufklärungsbedarf, trag dich einfach ein auf unserer Webseite, wir helfen dir dabei, dass das Ganze für dich möglich gemacht wird. Und der dritte große Punkt, der natürlich der beste Weg ist hier an der Stelle in meiner Wahrnehmung, ist, in die private Krankenversicherung zu wechseln. Denn die private Krankenversicherung verlangt nicht prozentual von deinen Umsätzen Geld, sondern einen festen Beitrag, den du vorher kommuniziert bekommst und der anhand des Wahltarifs, den du möchtest, also die Wunschleistung, die du haben möchtest, deinem Alter und deinem Gesundheitszustand definiert wird. Das heißt also, wenn du gesund bist, jung, viel Geld verdienst und den einen oder anderen Wunsch in deiner PKV hast, dann kommst du tendenziell, wenn man das ordentlich macht, auf Beiträge von vielleicht 400, 500 Euro monatlich. Vielleicht ein bisschen drüber, wenn du noch zwei, drei Zusatzgimmicks haben möchtest. Bist aber trotzdem deutlich günstiger als die gesetzliche Krankenversicherung und hast dafür noch viel bessere Leistung. Das heißt also, wenn du dir klar machst, dass du damit eigentlich aktiv Geld verbrennst, was du besser nutzen könntest, dann ist es für dich eigentlich eine
unausweichliche Geschichte, in die private Krankenversicherung zu wechseln. Und viele haben bei dem Thema immer Angst und denken sich, hey, was soll das? Das ist ja ein Thema, das wird im Alter unbezahlbar und sonst was. Das ist falsch. Wenn du es ordentlich machst, trifft dich dieses Thema nicht so hart, wie die Medien oder vielleicht alte Bekannte oder Ähnliches dir weismachen wollen. Und dahingehend appelliere ich an dich, wenn du so ein Schreiben bekommen hast von deiner gesetzlichen Krankenversicherung, dass du dich jetzt endlich mit dem Thema auseinandersetzt und dich einträgst für ein kostenloses Erstgespräch bei uns auf der Website unter www.vetter.consulting. Und wir zeigen dir in einem 15- bis 20-minütigen telefonischen Gespräch einfach mal so die Möglichkeiten auf, die du hast, um endlich diese Themen Krankenversicherung etc. ad acta legen zu können, damit sie dir eben nicht im Hinterkopf herumschwimmen. Das heißt also für dich, trag dich einfach ein, wir schauen dann, was für dich möglich gemacht wird und im Nachgang helfen wir dabei, all diese Themen aus der Welt zu schaffen. In diesem Sinne, weiterhin gute Umsätze und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns, bis bald.